Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, weil das letzte durch unmögliche Formvideo so gut bei euch angekommen ist, werden wir heute den zweiten Teil starten. Und heute springen wir nicht durch unmögliche Form, sondern ihr seht ja hier unser Airtrack. Heute rutschen wir durch unmögliche Form. Und ihr seht hier schon im Hintergrund, das ist die Form, wo wir als erstes durchrutschen werden. Genau. Und vielleicht habt ihr es auch schon entdeckt, da liegt ein Reifen, denn wir werden bei der ersten Form gleich mit dem Reifen durchrutschen. Genau, ich glaube, das wird richtig fett. Wir haben auch noch drei weitere Formen und die werden auch richtig schwierig. Einmal rutschen wir auch mit dem Bauch durch und auch im Stehen. Also das wird lustig. Ja. Falls ihr die Regeln noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall das letzte Video an. Da haben wir es einmal geklärt, ne? Wieder mit Punkten. Und Chrissy gegen mich. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der ersten Form. Richtig rutschig und ich würde sagen, Chris und ich schnicken jetzt erstmal aus, wer beginnt. Aber Freunde, ich habe mir gedacht, ich erkläre euch trotzdem nochmal schnell die Regeln. Und zwar ist das so, für jede Form hat man drei Leben Zeit oder drei Versuche, sage ich einfach mal. Drei Versuche. Innerhalb der drei Versuche, wenn man es schafft, kriegt man einen Punkt. Und wenn man die kaputt macht, kriegt der Gegner einen Punkt. Und wer mehr, nee, die meisten Punkte hat, ist ja logisch, der hat gewonnen, Leute. Und Chrissy, komm her. Schnick, schnack, schnuck. Haha. Chrissy beginnt. Ich habe mir hier die Kiwi ausgesucht und gleich beginnt mein erster Versuch. Ich bin echt gespannt, wie es sein wird. Und ich würde sagen, los geht's. Oh, was war das denn, Junge? Ja. Leute, bei Chrissy hat es jetzt nicht geklappt, also hat er nur noch zwei Leben. Ich habe noch meine ganzen drei Leben und er hat die Kiwi genommen. Ich glaube, die bringt kein Glück. Ich setze auf die Melone, Freunde. Ich glaube, er war ein bisschen zu langsam. Deswegen werde ich jetzt richtig Speed machen. Okay. Drei. Na gut, der zählt aber nicht, weil ich nicht auf der Melone war, Leute. Der zählt nicht, ich war nämlich nicht auf der Melone. Der war eher so. Ich würde sagen, ich probiere es einfach danach nochmal, aber jetzt ist erstmal Chrissy dran. Dann würde ich sagen, let's go. Nein! So Leute, Chrissy hat es noch nicht geschafft, aber ich habe jetzt noch zwei Leben, Chrissy hat nur noch ein Leben. Aber ich würde sagen, ich setze jetzt einfach mal auf die Zitrone, weil die Melone, die hat mich heruntergeschmissen. Okay. 3, 1 und. Nein! Nein! Oh Mann! Leute, nicht, dass ihr euch wundert. Ein Regelverstoß ist nur, also kein Regelverstoß, aber der Punkt geht nur an den anderen, wenn man die Form irgendwie kaputt macht. Wenn man die von unten abreißt und die noch heil ist, dann ist das einfach ganz normal, Freunde. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch beide ein Leben und jetzt ist Chrissy dran. So, nehmen wir ein bisschen Wasser drauf, damit wir auch richtig schön rutschen. 2, 1, 2. Oh, das könnte was werden, das könnte was werden. Ja, leicht berührt. Leute, das war jetzt echt ärgerlich, weil Chrissy hat nur ganz leicht berührt. Aber so sind leider die Regeln, Freunde. Ich könnte es vielleicht auch schaffen. Ich glaube, Chrissy gönnt es mir auch, ne? Vielleicht. Okay, ich mach so mit Anlauf. 3, 2, 1 und. Ja! Ja! Jawoll, Leute, ich hab's geschafft! Leute, der Punkt ging an mich, ich hab's geschafft. Das Problem ist, dass es ein bisschen vom Wind hochgegangen ist, aber ich würde sagen, das hielt trotzdem. Ja. Ne, der war durchgekommen. Und Leute, die nächste Form wird richtig krass. Schaut mal. Das hier ist die nächste Form. Und zwar müssen wir dort einfach im Liegen oder auf dem Rücken oder auf dem Bauch durch. Ich glaube, ich werde das hier, werden wir das nochmal so abschneiden, damit wir es genau so machen können, dass wir im Bauch da durchrutschen können. Ja. Was meinst du, was machst du? Bauch oder liegen? Bauch oder Rücken? Bauch. Ich mache, glaube ich, Rücken, Leute. Ich würde sagen, die werden wir jetzt da ranbauen. Wir sind jetzt mit der Form fertig geworden. Da werden wir jetzt mit dem Bauch durchrutschen. Oder mit dem Rücken, ne? Oder mit dem Rücken. Und ich würde sagen, weil Chrissy das letzte Mal angefangen hat, werde ich jetzt als erstes anfangen. Okay. Und wir müssen noch mal ein bisschen Wasser drauf machen, damit es auch richtig schön rutschig ist. Ja. So, Freunde, jetzt geht's los. Die erste Form. Ich fange an, wir haben wieder beide drei Leben. Und ich werde es mit dem Rücken machen. Chrissy hat gesagt, wir machen mit dem Bauch. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Ich nehme aber richtig schön viel Anlauf. 3, 2, 1 und. Ja! Yeah! Es steht 2:0 für Vinny. Ich muss jetzt den letzten Punkt holen. Gar nicht so lange reden. Ich rutsch jetzt. Dann rutsch mal. Yeah. 2, 1 und. Yeah! Super! Es steht jetzt einfach 2:1. Ich würde sagen, die war echt ganz schön easy, die Form. Und Chrissy, wir haben uns jetzt gedacht, dass wir nur mal ein bisschen einfach durchrutschen auf Spaß so. Weil das wäre jetzt zu schade, jetzt einfach schon aufzuhören, Freunde. Chrissy ist der Pinguin. Guck mal, der verkneift sich nur die ganze Zeit, da jetzt nicht zu rutschen. Na dann. 3, 2, 1. Oh.
So Leute, wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht. Und zwar seht ihr schon, wir haben uns eine Birne gepflückt. Denn hier haben wir einen richtig leckeren Birnenbaum. Und ja, schmeckt lecker. Nee, also die Birnen schmecken lecker. Und Freunde, schaut mal, hier haben wir noch zwei niedliche Gänse. Das sind nämlich noch die Gössel hier können. Die sind ja schon so groß geworden. Und die sind richtig nett. Schaut mal. Hallo. Hallo, ja hallo. Es steht 2-1 für Winnie. Aber Leute, das werden wir natürlich aufholen. Werden wir nicht. Doch, werden wir. Das ist die nächste Form. Schaut euch an, wie geil die einfach aussieht. Wir müssen da auf Knien so durchrutschen, richtig schön den Bizeps anspannen. Oh, 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 oh. Ah, schade. 3, 2, 1 und... Ah, leicht berühren. Winnie und ich haben jetzt beide nur noch 2 Leben. Ich bin jetzt dran. Ich bin echt gespannt, ob ich es schaffen werde. Let's go. 2, 1. Okay, Leute, ich bin gerade runtergerutscht und habe es leider ein bisschen berührt. Jetzt ist Winnie gleich dran. Es steht nämlich 2-1. Sie leben für diese Form. Ich bin echt gespannt, wie Winnie sich jetzt schlagen wird. Let's go. 2, 1 und. Oh, nein. Oh. Bei meinem nächsten Versuch werde ich noch mal ein bisschen Wasser drauf machen. Aber jetzt ist Chrissy noch dran. Sein letztes Leben. Er hat es geschafft. Ja. Nein. Ja. Ah, Mann! Richtig knapp! Das heißt, Chrissy hat den Ausgleich geholt. Er steht jetzt 2-2. Bisschen machen wir nochmal einen Spaß dadurch, ne? Und der letzte Punkt entscheidet. Ja, danach kommt dann auch die nächste Form. Wir haben noch eine Form. Da müssen wir nicht im Stehen durchrutschen. Aber jetzt machen wir noch ein paar lustige Sachen dadurch, okay? Oh, Junge! Jetzt kommt die nächste Form und auf jeden Fall kann ich sagen, wir haben jetzt echt das richtige Spülmittel gefunden. Damit das hier richtig rutschig wird, das ist einfach perfekt. Schaut mal, das ist übel schäumig. Und jetzt kommt die nächste Form und zwar müssen wir im Stehen durchrutschen. Und die werden wir jetzt erstmal anbauen. Leute, schaut mal, die nächste Form ist fertig. Und die wird immer absolut schwierig. Ihr seht, wie schwierig das ist, hier lang zu rutschen. Wir haben hier extra richtig viel, richtig viel Spülmittel gemacht. Das heißt, die rutscht schon immer aus. Und ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck, jetzt ist es anfangen. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Das heißt, ich fange an, ne? Ja. Oder? Oder du? Okay, Leute, ich fange an. Und das wird nochmal richtig entscheiden, denn es steht 2-2. 1 und. Oh! Junge! Oh Mann! Glaub, die Stelle ist echt richtig gemein. Jetzt ist Chrissy dran. Okay, Leute, jetzt rutsche ich. Winnie hatte schon seine kleinen Schwierigkeiten. Ich war auch schon hier oben. 3, 2, 1. Oh. Okay, Freunde, mein zweiter Versuch ist jetzt auch nicht geschafft. Und das wird echt interessant, wenn wir es beide nicht schaffen sollten, würde ich sagen, da gibt es irgendwie ein Stechen oder so. Und wir haben uns schon eine richtig coole Sache ausgedacht. Der Gewinner, der darf nämlich mit unserem riesen Einhorn da runterrutschen als erstes. Und vielleicht, ob der Gewinner ein Ehrenmann ist, werden wir sehen, ob der andere dann auch darf, ne? Aber ich würde sagen, ich rutsche jetzt durch. Ah. Okay, 3, 2, 1. Berührt, ne? Ganz leicht. Ja. 3, 2, 1. Ja, nein. Ganz knapp. Berührt. Mann, total knapp. Allerletzter Versuch. Okay. Okay, ich hab gewonnen. Nein, Spaß. Okay. 3, 2. Oh! Schade! Okay, dann kommt jetzt das Stechen. So Leute, ich würde sagen, jetzt geht's los. Das allerletzte Battle. Chrissy gegen mich haben dort unten haben wir schon einen Schwimmring hingemacht. Und der Erste, der den Schwimmring berührt hat, der gewinnt auch das Battle und darf zuerst mit dem Einhorn rutschen. Ja. Und ich würde sagen, man muss probieren, mit dem Bauch als erstes runter zu rutschen. Und wenn man unten ist und nicht mehr rutscht, darf man ruhig aufstehen. Ne? Ja. Und ich würde sagen, komm, ehrenhaft nochmal abklatschen. Jetzt geht's los. No, 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 no.
Ja! Gewonnen! Ich habe ihn noch ein bisschen zur Seite geschoben. Ich werde jetzt meinen Gewinn erlösen. Hier haben wir das Einhorn und ich werde zuerst jetzt da runterrutschen. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und... Yay! Yeah! 3, 2, 1, also gut doll! Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit diesem Video. Schaut euch mal Chrissy an. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Das war auf jeden Fall ein richtig lustiges Video. Echt krasse Form. Und am Ende habe ich doch noch gewonnen, aber ich würde sagen, jetzt hat einmal Chrissy gewonnen bei Trampolin, wo wir durch die unmögliche Form beim Trampolin gesprungen sind. Dann habe ich gewonnen, Freunde. Ja. Das wird nochmal eine Revanche irgendwie geben, ne? Ich denke schon. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und da würden wir mal wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.